So, jetzt ist es vielleicht zu weit. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher. Also, hier wird gerade von einem Gildenmember, der aktuell leider AFK ist, ich habe jetzt mal einen Bond angeboten. Es ist momentan der einzige Bond seit Ewigkeiten, der hier angeboten wird. Problem ist halt, der Preis von 30 Perien ist halt gottlos überteuert und ich weiß es halt echt nicht, ob ich dafür so viel ausgeben will. Positiv, okay. Also, der Preis ist überteuert für die Rolls, die er hat. Ich meine, die Rolls sind halt wirklich... Attack Roll ist super. Zumindest ist es gut, okay? Es ist gut bis sehr gut. Aber Cast ist Müll, Int ist effektiv Müll und Attack ist halt komplett useless. Ich weiß gar nicht, was überhaupt das Minimum ist. 45%? Geht's eigentlich niedriger? Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube nicht. 45 ist, glaube ich, echt das... Ne, 40 sind hier, okay? Ich meine, schau mal, hier muss ich mal das Ganze mal an. Hier einen... Eine 95% Attack-Axt hier für 25 Perien. Ja, also das Ding sollte halt nicht mehr als 20, vielleicht sogar 18 Perien kosten oder so, wenn überhaupt. Ich meine, ich verkaufe aktuell auch noch zwei Sachen, zum Beispiel der Knuckle mit wirklich sehr, sehr, sehr guten Rolls für 34 Rolls und sind gerade mal für 34 Perien und sind gerade mal 4 Perien mehr als die Wand hier. Ist halt, naja. Es läuft noch aktuell ein Drop-Event. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal Folgendes. Wir versuchen halt mal was zu droppen. Moonshadow, Tramnok, okay. Bisschen risky, aber ja. Wir fangen erstmal schnell an. Das machen wir schnell offscreen. Mit Holy Dragon. Und genau. Den Rest fahren wir wieder onscreen. Vielleicht droppen wir heute was. Vielleicht droppe ich ja zufällig genau heute die Wand. Könnte ja sein. Ich glaub's zwar auch nicht, aber naja. Ich meine, es ist ja möglich. Deswegen, wir probieren's. So, okay, dann bin ich mal gespannt. Warte mal, ich hab gar nicht mehr einen Ringmaster online. What the fuck? Warum ist der Ringmaster nicht online? Na, komm. Oh, hab ich's gedroppt? Nichts? Fuck. Och man. Ich hab so sehr drauf gehofft, dass wir jetzt irgendwas droppen. Also nicht irgendwas, sondern eine Wand droppen. Ich will nicht diese One für 30 Perien kaufen. Das ist halt echt, das ist halt Abfuck pur. Ach man. Na gut, okay. Wir probieren es weiter. So, okay. Dann fast verpasst. Und wir haben wirklich nichts gedroppt. Ich muss sagen, ich hasse das Spiel schon so ein bisschen. Also, warte mal, wir haben... Achso, ich habe gerade Perien gemacht, okay. Boah, ist das behindert. Muss ich jetzt wirklich dieses Scheißding für 30 Perien kaufen oder was? Und Typ ist einfach AFK. Mann, ich hasse es. Bloody Dragon Wand für 30 Perien. Nee. Im Gildenlager liegt auch keiner, oder? Nee. Fuck, ey. Wait, aber es lag mal irgendein Jojo, glaube ich, drin, oder? Wow. Bin ich angezeigt? Perfekt. Haben wir nicht irgendwo hier diese Loks oder so? Da sind Loks. Remove Item. Mal schon nachschauen hier. Bloody Dragon gehört für Fahrrad. Genau, ich glaube, das ist, glaube ich, hier gestern, deswegen ist es okay. Okay, naja, also komm, 30 Perien, Alter. Boah, ist das... Oh, oh, oh. Puh. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. So, wo haben wir... Wir haben... Verdammt. Moment. Einmal. Zweimal. Okay. Zehnfache Chance auf Int. Und let's go. Was wir aktuell drauf... 22 ins 16 SCA. Ist natürlich sehr schwer zu matchen. Oder zu übertreffen. Beides ist wirklich gar nicht so einfach. Naja, mal schauen. Oh. Ja, ich hätte ganz gerne mehr End. Ich brauche mehr Schaden. Das ist das große Problem. 22 End. Eigentlich zu schlecht.
eigentlich wirklich zu schlecht. Ich meine, wir haben aktuell viel Geld. Ich werde das in einer halben Stunde bestimmt nicht mehr sagen, aber... naja, wir brauchen ein bisschen... 13, 20... Das ist okay. Das ist wirklich okay. Gut. Dann gehen wir mal in Richtung... ja, kaufen einfach mal so ein paar hier davon, glaube ich. So 280 Stück, genau. Habe ich gerade auch im Kopf gehabt. Aber zuerst rerollen wir noch unsere Waffe. Das Ganze geht hier. Zack. 7 Dias. Oh, shit. 30 Weapon Dust. Okay, das geht sogar noch. Wo haben wir eine Weapon Dust? Ich will mit meinen eigenen Augen finden. Ich werde es nicht danach suchen. Da ist er. Okay. Wir rerollen erstmal die Attack. 70%. Ja, rerollen das Ding mal noch kurz. 83%, okay. Gut, jetzt machen wir weiter mit Attack. 100 Millionen jeweils. Boah, das ist bitter. Also wir brauchen 80% mindestens, eher mehr. Neue Ura. Okay, super, nice. Int rerollen wir noch ganz kurz. 75 hätte ich ganz gerne so über 75% oder mehr. Okay. Diese Wand war es durch und durch wert. Es ist einfach eine absolute Glückswand. Ich meine, ja. Wenn es das ab noch genauso gut klappt, dann bin ich eigentlich happy. Bin ich wirklich. Ja, genau, erstmal Juwelen draus machen, das ist klar. 100, 200. Oh, schau mal, wie es aufgeht. 218 und 218. Oh, es ist perfekt. Okay, jetzt bin ich echt sehr gespannt. Meine Timelapse draus? Ich glaube schon. Okay, die ersten paar Versuche liefen ganz gut. Die ersten 218, das war plus 7, also plus 7 ist wirklich sehr gut. Probieren wir noch mal kurz 35, bevor wir dann auch wieder mehr exchangen. Ich habe mir so gedacht, Ulti plus 6 vielleicht, vielleicht sogar noch, wenn wir Pech haben, Ulti plus 5. Aber Ulti plus 7 ist wirklich schon. Also plus 7 ist wirklich überdurchschnittlich gut. Und es gab letztens diese Vorwürfe, die Upgrade-Chancen würden durch das neue Random-System total. Schlechter sein und halt extrem. Ist halt irgendwie nachteilhaft. Und nachteilbehaftet. Soll plus 8. Ich weiß echt nicht, was die für Probleme haben. Das ergibt halt irgendwie gar keinen Sinn. Also wirklich 0. Das ergibt wirklich 0 Sinn. Was haben die für Probleme gehabt? Also, keine Ahnung. Klappt doch super. Was haben wir aktuell? Okay, das müssen wir mal noch aufbehalten. Das heißt, wir müssen es nur auf Ulti plus 9 kriegen, dann haben wir es eigentlich schon auf Ulti plus 10 effektiv. Ist halt richtig geil, weil... also, besser geht eigentlich kaum. Habe ich denn irgendwie G-Protect? G-Protect-Werkzeug hat keiner mehr. So, 138. Einfach mal schauen, was wir so rauskriegen. Das machen wir ohne Timelapse. Bin mir sehr gespannt. Okay, ein Sockel. Zwei Sockel, ja, ist okay. Upgrade Achievement. Oh lol, das geht länger als gedacht. Lol, wow. Ja, GG. Drei Sockel, okay. Also vier Sockel sind einfach. Ab dem fünften dann, okay, jetzt wird schwierig. Also ich bin generell mal sehr, sehr gespannt. Okay, fünfter Sockel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das neue System für die Random Chancen auswirkt. Also ich kann jetzt echt nicht sagen, dass es sich irgendwie so viel schlechter anfühlt. Ganz im Gegenteil, es fühlt sich eigentlich besser an aktuell. Es kann sein, dass sich das irgendwie halt verschieden verhält oder so. Wobei es das eigentlich nicht mehr tun sollte. Ich weiß es nicht. Also super viele Spieler haben scheinbar gequittet. Nur wegen dem System. Aber... Also Stand jetzt heute
12. August, kann ich es echt nicht nachvollziehen. Also, ist doch eigentlich toll. Ist doch perfekt. Keine Ahnung, wie weit das ist oder wie gut das weitergeht und so, aber zumindest zum Moment, wenn ich mir so anschaue, was ich so sehe, gefällt mir eigentlich. Also, ich sehe momentan gerade keinen Grund, warum der. Jetzt kommt der online oder was? Ey. Es locked into the game. Hey, wie wärst du ausgelockt? The fuck? Sechster Sockel, okay. Bloody. Hä? Ist das. Nee, hä? What? Ach, der war ja gar nicht in der Gilde. Hatte ich den falschen Tab offen? Ich glaube, ich hatte einen falschen Tab offen. Ja, GG. Scheinbar. Okay, gut. Da war es eh keiner aus der Gilde. Naja, egal. Also 6 Sockel mit, was waren das gerade, 150 Tries oder so. Das ist okay. Also mit dem alten Upgrade-System hätte ich auch nicht mehr bekommen. Das ist einfach mal so der Punkt. Also das ist halt wirklich vollkommen okay. Das ist wirklich komplett vollkommen okay. Und deswegen... Keine Ahnung. Ist halt echt, ist halt fair. Also, ich finde das System aktuell fair. Fairer sogar am besten. Also eher. Ich fand das alte System teilweise echt komisch. Teilweise man gar nichts bekommen oder durchgehend irgendwas bekommen. Das war richtig strange. Aber was ich halt aktuell so sehe, ist halt echt. Also, habe ich kein Problem mit. Okay, gut, der Rest hat es nicht mehr geklappt. Ich glaube, ich lasse erstmal, vielleicht mache ich es offscreen weiter oder so, keine Ahnung. Ja, das passt erstmal, plus 8, das Ding ist plus 8, okay. Dann werden wir mal Insert Diamond. Eigentlich blöd, wenn ich jetzt End bekomme und, ja. Ich glaube, es ist gerade nicht die richtige Methode, aber scheiß drauf. So, gib mir End. Oh nein. Really? Come on. Ernsthaft? Gut, dann werden wir nochmal ganz kurz die Water-A-Karten reinhauen. Wie viel haben wir von anderen Dingen hier? 123 Water-Pieces? Wisst ihr was? Wir gamblen. Jeder mag Gambling. Deswegen, komm. Einmal. Es gibt eben das 100 für 1 oder 10 für 1. Es ist halt random, das andere. Schauen wir einfach mal, wie gut. Oh! Jackpot. Uff. Holy shit, ihr wisst nicht, was das Ding wert ist. Gib mir eine Watercard. Eine, come on. Nein, die haben alle verschwindet. Aber Gambling ist einfach besser. Ja, wie, was ist denn bitte die Chance, dass wir gerade Firecards kriegen, aber keine Dinge? Das ist echt ein Witz. Ja, komm, jetzt kommt ja gar nichts mehr, oder wie? Ernsthaft jetzt? Wow. Ah, yo, fuck, wir hätten, Lightning Pieces. Okay. Tja, das lief ja... Super. Ich meine, das Ding ist halt, glaube ich, massig was wert. Also, keine Ahnung. Ultimate Fire. 25 Perien. Warum hat der Typ so viele davon? What the fuck? Hä? Komischer Typ, aber okay. So. Naja. Dann müssen die Watercards rein. Also Water A, meine ich. Da ist er sogar. Direkt vorne steht er.
So, na gut. Was können wir noch machen? Eigentlich nichts mehr, oder? Sockelerweckung appen, Rolls. Leveln müssen wir halt noch, das Ding, ja. Damage-Test macht wahrscheinlich gerade aktuell gar keinen Sinn. Wir machen es trotzdem. Ohne die Level ist es halt effektiv nutzlos, dumm, whatever. Ich nutze einfach einen Skill, der hat gerade kein Ding, braucht kein MP. 600k waren es gerade. Wait. Wow. Holy shit, okay. Krass. Oh shit. Ja, der Bonus der Match macht halt echt extrem viel aus. Das heißt, wir müssen dann anfangen zu leveln, damit wir die Waffe leveln können. Dias Promptly noch drin, das ist auch ganz wichtig. Genau, der Rest ist eigentlich okay soweit. Aber wir haben so viel mehr Cast einfach. Wir haben jetzt. Ja, gut, es fehlt aktuell einiges an Power-Ups und Buffs und so weiter, deswegen haben wir nicht 100% Cast. Aber ist trotzdem okay. Na gut, okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.